Neuer Standort für die Brucker Teststraße. Mit 1. Februar siedelt die Teststraße in den Stadtsaal. Geimpft wird weiterhin in der Mittergasse. Die örtliche Trennung erfolgt aufgrund eines zu erwartenden Anstiegs bei den Covid-19-Testungen. Es gibt Kapazitätsprobleme mit den Teststraßen und den Impfstraßen, da gemeinsam eigentlich das nicht mehr möglich ist abzuhandeln und somit hat man die beiden Test- und Impfstraßen getrennt. Auch für die Mitarbeiter der Teststraße bietet der neue Standort Vorteile. Diese Bediensteten, die hier unsere Tests abnehmen, arbeiten von 8 bis 18 Uhr und durch das weitläufige Areal hier haben wir bessere Möglichkeiten, dass sie auch einen Rückzug haben. Sie können sich ein wenig hinsetzen, ausruhen und das in größerer und besserer Form. Der Stadtsaal dient natürlich auch als Veranstaltungsort. Da er in nächster Zeit dafür nicht genutzt werden kann, bietet die Stadt Bruck Alternativen. Ja, Gott sei Dank haben wir in Bruck einige Alternativen. Das ist zum einen das ÖGB und zum anderen das ehemalige Gemeindeamt in Oberreich. Eidora hat auch unterschiedliche Veranstaltungssäle und hier werden wir auch mit der einen oder anderen Veranstaltung ausweichen, wie zum Beispiel mit dem Gemeinderat am 17. Februar.